Ein schöner Saum ist der Wellensaum. Um den zu nähen, müsst ihr eure Anleitung nehmen und die Naht für den Rollsaum einstellen. Das ist an meiner Maschine die rechte Nadel auf 3,5 lockern. Den Obergreifen könnt ihr lassen. Und bei meinem Untergreifverfahren muss ich die Spannung erhöhen auf 7,5. Dann muss ich auch noch die Stichlänge minimieren. Bei meinem Rollsaum mache ich das auf 1. Und ich muss meine Messerposition noch ändern. Und zwar gehe ich auf 5 zurück. Dafür habt ihr hier unten ein Rädchen und damit dreht ihr das einfach. Hier habt ihr den Rollsaumhebel. Wenn der von euch weggedrückt ist, dann ist er aus. Möchtet ihr ihn anmachen, müsst ihr den zu euch hinziehen. Und dann müsst ihr darauf achten, dass ihr beim Rollsaum die rechte Nadel benutzt. Würdet ihr hier die linke Nadel benutzen, würde der Rollsaum viel zu breit werden. Rollsäume sind immer sehr schmale Abschlüsse und deswegen immer rechte Nadel. Dieser Hebel, den ihr hier habt, der ist dafür da, dass die Kante hier rechts an der Seite von eurem Nähgut einmal umgerollt wird und dann komplett versäubert wird. Deswegen stelle ich auch die Stichlänge auf ein Minimum ein, damit die gleichmäßig und ganz knapp den Rollsaum schließen kann. Jetzt möchte ich einen Wellensaum nähen, also einen Saum, der hier nachher große Wellen schlägt. Und dafür näht ihr jetzt erstmal 2-3 Stiche fest. Jetzt habe ich mit meiner Naht schon mal dieses ganze Nähgut fixiert. Was ihr jetzt macht, ihr überdehnt jetzt einfach den Saum. Und damit er nicht gleich rausrutscht, könnt ihr ihn auch hier hinten nochmal festhalten. Um diesen Effekt zu erreichen, mache ich etwas, was ich eigentlich bei Jersey nie machen darf. Das heißt, dieses Überziehen. Hier dürft ihr das jetzt ausnahmsweise mal machen. Wie ihr jetzt sehen könnt, durch dieses starke Ziehen sind hier diese wunderschönen kleinen Wellen entstanden. Das ist ein sehr schönes optisches Mittel, womit man Säume nähen kann.